City. Ja! Ab in die Verlängerung, es war 3-0! Jawoll! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Gamer Axel. Heute kommen wir zu einem neuen EA FC24 Video. Und zwar teste ich heute den EM-Modus, der heute rausgekommen ist in EA FC. Und ja, ich werde einmal die ganze Europameisterschaft simulieren. Natürlich mit Deutschland. Ja, zeig mal her. Führe dein Land, Anstoß. Okay, neues Turnier als echter Profi spielen. Deutschland. Keine Ahnung, jetzt wähle ich hier neuer. Und dann gehe ich jetzt hier rein. Oha, geil. Geile Katzi. Yo. Okay, dann gehen wir rein in das Schottlandspiel. Zum Ergebnis springen. Let's go! Und wir verlieren 2-1. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wir verlieren 2-1 gegen Schottland. Das gibt's doch nicht. Na geil. Geil. Als Letzter in die Gruppe starten. Super. Ab gegen Ungarn. Zum Ergebnis springen. Auf geht's. Komm schon. Jawohl! Musiala in der 84. Minute. Havertz, 15. Vaga, B. Soboslai, Musiala. Musiala mit den Toren. Geil, Musiala. Sonst wäre es hier schon vorbei mit der Europameisterschaft. Und jetzt sind wir Dritter. Jetzt spielt... Ja. Einfach nur gegen die Schweiz gewinnen. Einfach nur gegen die Schweiz gewinnen. Kommt schon. Jawoll. Füllkrug, Havertz und Füllkrug. 3-0 Sieg. Das ist das, was wir sehen wollen. Gruppenerster. Da hätte keiner nach dem Schottland-Spiel gedacht. Und Ungarn scheidet mit einem Punkt nur aus. Geisteskrank. Okay, dann ab ins Achtelfinale. Achtelfinale. Aber, oh, wer spielt denn? Italien gegen die Schweiz. Deutschland gegen Serbien. Geiles Los. Türkei ist weitergekommen gegen Dänemark. Österreich gegen Ukraine. Belgien gegen Spanien. Frankreich gegen Portugal. Ach du Scheiße. England, Niederlande. Schottland, Kroatien. Was sind das bitte für geisteskrank geile Spiele? Tabelle. Ich will mal noch die anderen Gruppen anschauen. Okay, Gruppe A haben wir ja gewonnen. Deutschland, Schottland, Schweiz, Ungarn dann. Italien, Kroatien, Spanien ist nicht weitergekommen. Ah doch, wegen Dritter. England, Serbien, Dänemark. Ah nee, Spanien ist nicht weitergekommen. Frankreich, Österreich, Niederlande. Belgien, Ukraine, Slowakei, Rumänien. Türkei, Portugal, Tschechien, Georgien. Ja, das war's. Geil. Okay, jetzt einfach nur gegen Serbien gewinnen. Kommt schon. Jawohl, 3-0. Wirtz, Musiala, warte, Havertz. Geil. Havertz mit einer 10-0, Wirtz mit einer 9-8, Musiala mit einer 9-5. Geil, 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 geil. Und wir stehen im Viertelfinale der Europameisterschaft. Wie sieht's denn aus? Wir haben 3-0 gewonnen. Wir spielen entweder gegen Italien oder gegen die Schweiz. Das macht doch gar keinen Sinn. Gegen die Schweiz haben wir doch in der Gruppenphase gespielt. Das macht keinen Sinn. Und es wird die Schweiz. Schweiz haut einfach Italien raus, so auf Lock. Mit 2-1. England haut die Niederlande raus. Schottland haut Kroatien raus. Ukraine haut Österreich aus, Dänemark die Türkei. Oh, 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 da sind ganz viele Gala und was weiß ich, welche Fans sauer. Spanien, Belgien und Frankreich ist auch raus. Ich sage ehrlich, das ist machbar. Es ist ehrlich machbar. Okay, komm schon, zum Ergebnis springen. Let's go! 1-0! Jamal Musiala! Geil! Wir stehen einfach im Halbfinale der Europameisterschaft. Ein Spiel. Okay. Wir spielen gegen die Ukraine. Was haben wir hier noch? Spanien, Portugal und England, Schottland. Okay. Deutschland gegen die Ukraine. Vor der Europameisterschaft. 0-0 getrennt. Jetzt.
Entweder, Überraschung, Ukraine kommt ins EM-Finale. Oder wir, die Deutschen, in Volksparkstadion in Hamburg, wir schaffen es. Und wir springen zum Ergebnis in 3, 2, halt, stopp. Erstmal lasst ihr einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, checkt Codels und vergesst nicht ab. Und jetzt gewinnen wir 2-0, komm schon. Boom, bam, Junge, 1-1. Füllkrug 1-0, Mikulenko 1-1 in derselben Minute, Füllkrug gelb, Gündogan für Havertz, Henrichs für Kimmich, Koch für Rüdiger, Under für Füllkrug, Koch mit der glattroten, dann Gündogan trifft, Dovbyk trifft, Under trifft, Zigankov trifft, Groß trifft, Malinowski trifft, Andrich trifft, Sudakov trifft, nicht, und Würz trifft, und wir stehen im Europameisterschaftsfinale. Okay, please hat einfach Schottland gewonnen gegen England. Schade. Ist Portugal gegen England schon durch? Ich sag's für England. Ja. Im Olympiastadion. Und ich werde das ganze Game selber zocken. Um mal zu schauen, wie sieht's in-game aus. Oh, geil. Junge, das ist aber schon geil. Mit diesen ganzen Ländern da, Cutscenes. Oh, da ist der Pokal. Da ist der Pokal. Darum geht's heute. Die Mannschaften kommen raus. Unter anderem Harry Kane. Wait, habe ich die Schwierigkeit überhaupt eingestellt? Keine Ahnung. Ich schwitze auf jeden Fall rein, um uns die Europameisterschaft zu holen. Da läuft Musiala das erste Mal. Musiala! Musiala! 1-0 nach 3 Minuten für die Deutschen. Oh, geiler Pass von Toni Kroos. Kai Havertz! 2-0! Okay, gefährlicher Freistoß von England. Oh, neuer Held. Und da ist es 1-2. Ja, ist verdient. England hat warm Drücker. Guter Schuss von Saka. Also ich mache hier Neuer keinen Vorwurf, dass er... Junge, das war eine Rakete. Oh, nein, nein, nein. Oh, Junge, ich bin so dumm. Jetzt kriegt Havertz gelb-rot. Nein, bitte. Nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Schiri. Schiri, Schiri, bitte nicht. Ach, Junge, ich kann das nicht mehr. Jetzt kriegt der Typ auch noch gelb-rot. Jetzt kriegt der Typ auch noch gelb-rot. Junge, wollt ihr mich hier verarschen? Ich soll hier mit neuen Leuten spielen. Wirtz und Havertz. Geil. Geiler Freischuss auch von Kane, sage ich ehrlich. Ja, musste ich machen. Taktisches Foul. Was? Hä? War doch nur... Junge. Hä? War doch nur ein taktisches Foul? Hat taktisch ein bisschen umgegrätscht. Geil, ich spiele mit 8 Leuten. Ihr macht es schon. Boah, Madison haut das Ding fast rein. Ich spiele mit 8 Leuten, Junge. Und da ist es 2-2. Bellingham. Ja, sie sind halt 3 Leute mehr auf dem Platz. Was soll ich machen? Sané kam rein. Rüdiger! Rüdiger! Nicht so tief, Rüdiger! Boah, geil, Junge! 3-2, wir führen wieder. Was eine schöne Ecke von Kroos. Serviert auf den Kopf von Rüdiger und der schlägt das Ding perfekt rein. So darf die EM doch auch gerne sein. Nee, nee, Junge. Ja, ich spiele... Tah hat jetzt auch rot. Ich spiele noch zu siebt.
glaube ich. Also die 7 Leute retten das jetzt irgendwie noch über die Zeit. Ich weiß nicht, wofür ich rot bekommen habe. Ich habe auf jeden Fall rot. Oh nein, da ist es 3 zu 3. Phil Foden. Ja, die sind halt an jeder Ecke, sind halt 2 Spieler frei. Ich kann halt nichts tun. Ich kann nichts tun. Nachspielzeit ist eingebrochen. Spiel ist rum. 3-3. Verlängerung. Verlängerung. Komm, noch einen Vorstoß wage ich. Mit Thomas Müller. Thomas Müller läuft nochmal alleine auf Pickford oder so zu. Thomas Müller. Gib nochmal Ecke. Es gibt nochmal Ecke. Aber aus der wird nichts. Nee, es gibt das Elfmeterschießen. 1,5 zu 2,8 Expected Goals. Gündogan, Junge. Links oben. Batz. Okay, jetzt halte ich den. Gegen Saka. Ich wollte erst recht. Oh, Henrichs. Eiskalt. Trippier. Mitte. Schade. Okay, ich muss jetzt treffen. Sonst wird es sehr schwer. Waldemar Anton. 5-4. Komm schon, Neuer. Mach dich zum Helden. Schade. Jetzt schießt Neuer. Und Neuer trifft. Jetzt kann Neuer gegen Walker alles klar machen. Neuer macht alles klar. Deutschland ist Europameister. Yes. Junge, wie geil. Im Elfmeterschießen. Junge, England, die fühlen sich ja so verarscht, Junge. Sie sind 4 Leute mehr auf dem Platz. 4! Und hier ist, es ist das Treppchen. Auf geht's. Wer darf den Pokal hochhalten? Sind ja nicht mehr viele Spieler da. Ist es Neuer? Ist es Neuer oder ist es Gündogan? Es ist Gündogan! Deutschland ist Europameister im eigenen Land! Geil, Junge! Die Deutschen rasten alle aus. Mit den Fans feiern, das ist es doch. Mit dem Pokal. Das war's dann aber auch vom heutigen Video. Ich lasse hier noch diese schönen Animationen durchlaufen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Was soll ich sagen? Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr mehr von diesem Modus sehen wollt, schreibt sehr gerne Vorschläge dazu in die Kommentare. Das war's dann vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal und ciao, Kakao.